Hey, Daniel. Ja, Kino? Ich habe das Gefühl, wir beide verstehen uns richtig gut. Das finde ich auch. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir unsere Liebe endlich von Angesicht zu Angesicht gestehen. Wie stellst du dir das vor? Ich meine, du bist einfach nur so eine Tonspur auf so einer Leinwand. Einen Augenblick. Ich bin sofort bei dir. Liebster Daniel, hier bin ich. Sabine? Du... du bist das Kino? Ich bin nicht Sabine. Ich habe mir nur seinen Körper geborgt. Ah. Ja, das macht's... ja, das macht's... voll angenehm. Hey Daniel, was geht? Kida, was machst du denn hier? Bist du mitten in der Show? Ich bin's, der neue Bundespräsident. Wer bist du? Gott der Liebe. Super romantisch, super schön hier bei euch, aber sei kein Opfer, Mann, und mach das Kino wieder klar, hast du verstanden? Mach mal keinen Stress, Alter! Doch, genau deswegen bin ich hier. Ich mach Stress. Du musst das Kino wieder klar machen. Ich mach das Kino gerade klar. Weißt du, Daniel, die meisten Paare, die ich traue, die lassen sich immer sofort scheiden. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei euch. Ich glaube, ihr werdet dein Leben lang zusammenbleiben. Hey, Kino, willst du den Daniel nehmen und für immer lieben? Dann sag ja. Und Daniel, was ist mit dir? Liebst du das Kino und wirst keine Filme mehr illegal streamen zu Hause? Möchtest du das Kino lieben, im guten und im schlechten Film, bis der Abspann euch scheidet? Ja. Ja. Ja, dann küsst euch. Des deutschen Films. Nein, Kino, nicht wir beide. Sorry. Trink schon mal einen Champagner.